Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2. So, es sind ein paar Runden vergangen. Wir haben einmal ihmchen ein bisschen aufgerüstet. Mit zwei kleinen Schiffen. Mehr haben wir nicht. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das freizuschalten und den Weg in den Warp zu öffnen und dahin zu kommen. Und das machen wir auch gleich mal. Jetzt habe ich die andere Einheit, die Space Marines, schon mal zurückgeschickt ins andere System. Und er ist noch nicht ganz repariert. Gut, dann warten wir einfach mal. Rekrutieren können wir hier nicht, ne? Wie weit ist er denn zurückgegangen? Ach, der kommt da auch nicht wieder zurück. Ich überlege ihn nochmal zurückzuschicken. So. Dann machen die beiden das. Den lasse ich nochmal außen vor. Dann kann der sich noch eine Runde regenerieren. Ich beende mal den Zug. Weil dann haben wir oben den Sektor auch sauber. Und ihr wisst ja, ich mag saubere Sektoren. Ja, hier bekriegen sich alle gegenseitig, aber das Chaos scheint hier übermächtig zu sein. Das Necron hat vorhin, die Necrons haben versucht, da vorhin einen Chaos-Sektor zu übernehmen, haben aber auf die Nase gekriegt. Das hat auch nur, haben auch gerade nur ein Schiff. So, jetzt sollte es aber losgehen. Komm, 3 Talerchen gebe ich für die Reparatur aus. So, dann hinter. Und ich brauche meine Space Marines. Und du kannst dir vielleicht noch mal ein Schiffchen danach gönnen. So, Attacke. Gegen die Elder. Sie haben Minen. Sie haben eine Verteidigungsplattform. 800 Punkte, das heißt 25 Führung. Das heißt, die kommen gleich mit allem. Und wir haben noch ein klitzekleines Fünkchen oder ein kleines Schiffchen in Reserve. Nicht viel, aber der Mensch freut sich. So, ihre Schiffe können aufgewertet werden und dadurch effizienter werden. Es wäre klug, dafür zu sorgen, dass sie intakt bleiben. Ja, sehe ich auch so. Leider ist das bei dem Kleinen nicht so richtig möglich. Die verrecken immer so sehr. Oh, ruckelt ein bisschen das Bild, ne? Oh, Ramme und Ramme. Warum ruckelt das Bild? Ach, ich lade noch nebenbei was hoch, fällt mir gerade ein. Aber ich spiele das gar nicht online, also das kann es nicht sein. Naja. So. Das eine Space Marine Schiff wird hier den Punkt einnehmen. Oh, mir juckt gerade die Nase. Oh Gott, nein, nicht schon wieder. Oh, das ist... Immer wenn ich aufnehme... Heute ist, oh, weil ich nutze ja das Wochenende meistens, ist ja kein Geheimnis, um die ganzen Videos für die Woche zu machen. Und heute schon den ganzen Tag, immer wenn ich zocke, fängt es an, meine Nase zu jucken und oh, ich hoffe, ich kriege keine Erkältung. Ich habe keinen Bock drauf. So, Start gegen die Elder, los. Engaging Engines. Holen wir uns die Punkte. Your orders? Your orders? Einmal hier hin. Heading acknowledged. Ship ready. Und das ganz kurz mal auf Vollgas geben. Cruising speed set. The enemy has seized a strategic area. Hm, die haben 2 Punkte schon automatisch eingenommen. Das heißt, wir kämpfen um Punkt 3. The enemy has seized a strategic area. Ja, genau, ihr 4 seid meine Nummer 1, du bist meine Nummer 2 und du bist meine Nummer 3. Die Missionen könnten ein bisschen mehr variieren, finde ich. We wait your command. So, du darfst Gas geben. Du darfst Gas geben. Ziel erfasst. Fragezeichen.
So, nochmal. Und du auch nochmal. Ich wollte nur, dass er ein bisschen aufschließt. You have seized a strategic area. You have seized a strategic area. Ja, die sind da. Your orders? Gehen wir ein bisschen hier. Coordinates acknowledged. Where should we strike? Die Punkte kann ich eh nicht einnehmen. Komm, ihr könnt dann wieder hierher kommen. Du brauchst gar nicht wegkommen. Komm hierher. Identifiziert. So. Dann seid ihr jetzt meine Eins. Feuer frei. Oder auch nicht. Alter! Rearm! Aye, Admiral. So, da sind wir hier, kleinen Schweine. We wait your command. So, holt ihn da. Oh, die überleben noch. Engaging. Alle Mann, eins. Impossible, Admiral. Ship ready. Boarding teams have crippled the enemy. Du musst zurück nachladen. Nimmt mal den Punkt ein. Ship ready. Hast noch ein paar Torpedos? Ein bisschen Torpedospaß? Für die Elder, die mögen das doch. Mal gucken, jetzt hier treffe ich den oder den dahinter kommen. Ja, siehste. Changing course. Beide haben ein bisschen Spaß gehabt. Wer denn vor? Heading acknowledged. Oh, die treffen ihre eigenen Schiffe. Underway. So, da kommt der eine noch an. Waffe haben wir zerstört. Nee, bleib mal hier. Ihr dürft nicht mehr schießen. Hier einfach den Punkt einnehmen. Da war noch nicht alles. Das war noch nicht alles. Wo ist der andere? The enemy has accumulated 25% of strategic points. You have accumulated 25% of strategic points. Wo ist Nummer 3? Komm mal hierher. All power to engines! Aye, Admiral! Understood. You have seized a strategic area. Noch ein Stück. Enemy sighted. Ah, er ist zu schnell. Ship ready. Underway. Bleib mal ein bisschen in diesem Nebel, bis sein Schild wieder da ist. We stand ready. We serve. So, reparieren dich mal. Aye, Admiral. Na. We serve. Course engaged. Ah, der ist den Torpedos ausgewichen. So. We wait your command. Dann alle Mann, holen wir uns den Punkt da. Engaging. Oh, doch nicht. Der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder. Feuer frei. Ich hoffe, der kommt nicht, den Torpedos. Ach, das sitzt vielleicht einer. Ah, zwei. Your orders? Engaging engines. Scheiße. Enemy sighted. Feuer. Melterbombe. Aye, Admiral. Ship ready. Schade, er ist nicht reingeflogen. Frontalwaffe. Frontalwaffe. Ship ready.
Course engaged. So, treffen meine Torpedos. Ich finde das immer interessant. Ah, er springt noch nicht. Ach. Alle weg. Alle getroffen. Aye, Admiral. Course engaged. So, Nachschub. Kommt her. We wait your command. Setting course. Seitenwaffen und Feuer. Targeting enemy vessel. Komm zurück. At your command. We wait your command. Dann muss man reparieren hier. You have accumulated 50% of strategic points. Mach das Schiff hier hinten so weit weg. Ui. Your orders? Ah, wart ab. Wart ab, wart ab. Ah, der zieht sich schon wieder zurück. Engaging engines. Show us the enemy. Understood. Ship ready. Understood. Na, noch ein Stück. Aye, Admiral. Ah, der entkommt schon wieder. Heading acknowledged. Aye, Admiral. So, sind die anderen schon da? We serve. Ey, was macht der da? Changing course. Der rammt da einfach. Na schade, das war jetzt daneben. Cruising speed set. The enemy has accumulated 50% of strategic points. Ship ready. Segel. Was? Segel beschädigt? We wait your command. Changing course. We serve. Rammt. We serve. Enemy defense platform destroy. We serve. Waffen ausschalten, Punkte einnehmen. Also schießen. You have accumulated 75% of strategic points. Ich hätte gerne ein Rammmanöver hier. Impossible, Admiral. Nee, das geht nicht. Aye, Admiral. Our borders have caused internal damage. Ship ready. Reloading. Your orders? Kriegen es nicht geschissen da, ey. Your orders? Unterstützt die. You have seized a strategic area. Kein Rückzug. Your orders? You are close to victory by strategic points. So. We stand ready. Dürft auch wieder schießen. Da hat jetzt alle mal eine 1. Und Feuer aufs nächste Ziel. Sieg. Also auch diese großen Schiffe von den Elder sind einfach flink, ne? Die können echt schnell abhauen und weichen super meine Torpedos aus. Das stört mich so ein bisschen. Ja, wieder gut beschädigt.
Und das Schiff hat es echt ganz schön zerrissen. Gut. 400 Ruhm. Der Sektor ist aber safe. Oh, können wir die Planeten aufwerten? Agrarwelt. Gibt's hier was Cooleres? Was? Oh nein. Was ein bisschen mehr Geld gibt. Strafkolonien. Das gibt's mehr Freiwillige, das weiß ich, glaube ich. Und Akropolwelt gibt's, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber wir sparen das Geld noch ein bisschen. Wir gehen erstmal nächste Runde. Da oben sind auch noch Elder, habe ich nicht gar nicht hingeguckt. So. Diese ziehe ich erstmal hier aus diesem Sektor ab. So. Auch bitte. Kannst jetzt dir mal ein neues Schiff gönnen? Diese Ladezeiten zu diesem Schiff-Ding ist einfach echt hart. So, wir haben... Von denen haben wir schon drei. Akrobatterie, Turm. Mit sich da genannt. Lanzenbatterie, Lanzenwaffe. Die Feind hat so ein bisschen... Start- und Landebuchten. Oh, ich glaube, das nehmen wir auch. Und die Torpedos? Ja, die Torpedos. Start- und Landebuchten sind jetzt bei 400. Schönes Backup. Super. So. Wo können wir denn am besten hier heilen? 30 Rüstung. Oder Reparatur, sagen wir mal, ne? Wo ist das hier? Reparaturrate. Ja gut, 30 ist auch schon mal nicht schlecht. Er braucht keine Truppen. Der braucht aber Truppen, aber eine Runde Reparatur machen wir mal. Dann ziehen wir sie nicht weiter. Hat aber auch 30. Also dann würde ich sagen, können wir auch einen Bereich weitergehen. So. Hat auch noch 30. Das ist ja noch besser. Dann sind wir ja kurz vorm Absprung hier quasi. Ich überlege wirklich, ob wir das andere Schiff, was jetzt auch eine 400 Stärke hat, ob wir das hier einfach mitziehen. Weil mehr Geld haben wir ja eh gerade nicht für die nächste Flotte. Wie sieht denn der nächste Punkt da aus? Der Sektor ist noch gar nicht eingenommen. Hier gibt es kaum Gegenwehr. Hier müssen wir wieder 4 von diesen komischen Schlachtplänen sammeln, um ranzukommen. Das heißt, die können mir immer in den Rücken angreifen, wenn ich diesen Punkt hier eingenommen habe und das hier einnehmen will. Hasse sowas. Na gut. Beenden wir erstmal den Zug. Jo. Ich glaube, ich mach das. Den lassen wir nochmal als Backup hier. Dieser Sektor ist eh nicht so geil. Es hat, ist jetzt nicht so, dass wir hier viel Geld verdienen und so. Das heißt, wir können den auch gerne nehmen und ins andere System schicken. System. Ich glaube, das ist ein Sektor und das Ganze ist ein System, oder? Ihr wisst, was ich meine. So, gehen wir in diesen Sektor. So, und die anderen beiden, wie sieht's bei euch aus? Du brauchst noch Soldaten. Ist hier eine Gefangenenwelt? Nein. Der ist aber voll bemannt.
Der muss noch repariert werden. Können wir mit ihmchen. Oh. The Forge World Agrippina itself would have fallen millennia ago, but for its formidable defenses, now bolstered by the Cadian diaspora. Even with Cadia lying in ruins, its scions stand firm beside Agrippina. And it is well that this is so, for the world's technological wonders have proven an irresistible lure to Chaos Warp Smiths. The Agrippina sector is a linchpin in the Cadian Gate's defenses, a laboring manufactorum that feeds nearby worlds with weaponry and much-needed munitions. Wealth abounds within its borders, and it supplies the Astra Militarum with many of its finest regiments. Ja, läuft. So, das beanspruchen wir mal. Können wir uns auch schon gar nicht mehr bewegen. Den nächsten Sektor könnten wir eigentlich auch mit Leichtigkeit einnehmen. Aber warte ich nochmal auf... auf Freunde, auf Verstärkung. Ah. Flottenbilanz. Ah, ich habe hier zwei von der Inquisition oder was? Okay. Das ist Space Marine? Das ist Mechanikum, ne? Na gut. Nächste Runde. Reparieren sich. Ja. Voll einsatzbereit. So, und hier haben wir jetzt 100 Punkte. Habe ich nicht von einem... Der ist schon hier, okay. Super. Können wir die hier verbessern? Was gibt's denn da Schönes? Ja, dann warten wir hier nochmal. Dann haben wir hier eine Festungswelt mal auf gelevelt. Können alle noch eine Runde gehen, ne? Aber weiter springen wir nicht, Entschuldigung. Jo. Schlacht. Hm. Meint er, wir müssen die Schlacht spielen? Ich glaube nicht. Autoschlacht muss da reichen. Minimal. Oh, da ein Trupp haben wir verloren. Und 13 war das, glaube ich, ne? Hier von 12. Gut. Ja, wir brauchen langsam Geld. Weil hier hätte ich jetzt gern ein Minenfeld und eine Waffenplattform. Falls die hier rauskommen. Könnten auch schon nächste Runde echt die hier einnehmen. Ich glaube, wir machen das auch. Aber wenn das Video nicht zu lang wird, mache ich hier erstmal... Beende ich das Video ja hier erstmal. Und nächstes Mal geht es dann an Agrippina weiter. Agrippina? Richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ja, wenn ich irgendwas falsch ausspreche, falsch meine, schreibt es mir in die Kommentare. Ich lerne gern zum Warhammer 40k-Universum dazu. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.